Ist 0-2 gegen Leverkusen zu Hause. Von unserer Einschätzung war es eigentlich so, dass das ein Spiel ist, das keinen Sieger verdient gehabt hätte. Also ein klassisches Unentschieden. Wie war es bei dir? Ja, das ist schwierig, in schwierige Phase für uns jetzt. Wir haben 4 Spiele nicht gewonnen. Das ist nicht einfach für uns. Aber ich starte jetzt, wir haben 2 Wochen Urlaub oder für Arbeit zusammen. Und das ist wichtig zum Kopf frei. Und dann zurück mit andere Idee, andere Option für die Match gegen Frankfurt. Ja, kann man schon sehen. Ich glaube, wir haben ihnen in der ersten Halbzeit nicht viel zugestanden. Wir sind sicher besser in der Partie gewesen wie noch vor 3 Tagen. Das stimmt, wir sind anders aufgetreten. Und ja, in der zweiten Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, sind wir ein bisschen näher am Tor dran. Und ja, ist natürlich schwierig, wenn du wieder mit deinem Rückstand hinterher raufen musst. Aber die Einstellung hat heute gestimmt, nur die Tore haben wieder gefehlt. Deswegen stehen wir wieder ohne Punkte da. Ganz kurz vielleicht noch zum 1-0. Da gab es eine Szene vorher mit dir, wo du so ein bisschen weggeschubst wurdest. Kannst du da vielleicht einmal kurz ein bisschen erklären? Ich dachte, es ist klar voll. Beide Hand in meiner Rücke. Normal ist voll. Ich habe nochmal gesprochen mit dem Schiedsrichter. Er hat mir gesagt, ja, das ist ein bisschen voll. Ist nicht zu viel. Aber ich habe gesagt, aber ja, nicht viel, viel oder weniger. Das ist voll. Normal muss ein Pfiffen. Aber das ist wieso. Aber ich starte nicht nur von dieser Foul, dieses Spiel. Wir müssen besser machen mit Ballbesitz. Er hat weniger gespielt heute. Ja, werden wir sehen, wenn wir wieder zurückkommen. Ich glaube schon, dass die Tage mal gut tun, dass wir auch wieder mal richtig trainieren können. Die Dinge, die wir vielleicht in letzter Zeit nicht so gut gemacht haben. Deswegen werden wir schauen, wie wir alle zurückkommen, aber wieder mit dem Lächeln zurückkommen, probieren die Dinge, die wir gut gemacht haben, weitermachen und die wir nicht so gut gemacht haben, probieren besser zu machen.